So ihr Lieben, ich bin jetzt gerade hier in Magdeburg angekommen und ich muss erstmal hier aus dieser Bahnhofshalle jetzt komplett raus, weil hier oben der ICE fährt. Einfach mal komplett außerhalb der Halle. Muss ich nicht verstehen, aber hier oben soll der gleich fahren. Also das hat hier eigentlich mit dem Bahnhof gar nichts mehr zu tun. Das ist hier irgendein externes, bisschen zusammengeschusterter, noch frischer Teer. Was ist denn das hier? Kinders. Also man merkt schon richtig, dass das Osten ist hier. So ein kleiner Bahnsteig hier irgendwie so gerade so zusammengebastelt hier in Magdeburg. Ja, Bahnbaugruppe, ja. Also hier, da hinten ist eigentlich das Bahnhofsgebäude, da sind wir gerade raus. Wir müssen jetzt hier zum externen Bahnsteig, von dem wohl die ICEs und ICs fahren. Ich scheine hier aber richtig zu sein, da hier schon ein paar andere Leute warten. Richtig geil ist auch die Reste vom Teer oder Steine oder was auch immer das hier ist. Macht richtig schön den Koffer kaputt. Scheint aber richtig zu sein, na wunderbar. Das ist ja mal ein kreativer Bahnsteig, was? Ja. Oh weia. Gott im Himmel. Naja. So. Ihr seht schon, wie gefährlich ich aussehe. Ich habe da schon irgendeinen Punkt drin. Ich habe mir hier gerade bei Dunkin Donuts einen Donut geholt und werde jetzt gleich zum Hotel fahren. Ganz entspannt. Hier ist alles sehr weihnachtlich. Ich bin aber völlig müde von der Fahrt, weil ich gestern noch bis 3 Uhr gearbeitet habe. Dementsprechend werde ich mich jetzt schnell ins Hotel machen, mir eben hier ein Taxi suchen, wenn ich weiß, wo hier Taxistände sind. Und dann geht's ab ins Hotel. Los geht's. Ja, ihr Lieben, ihr merkt schon, ich bin schon gut fertig jetzt. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Jeden Tag ein Video. Wenn wir jeden Tag ein Video produzieren, ist klar, dass da ganz verschiedene Content-Inhalte erscheinen. Ihr merkt schon, meine Stimme ist ein bisschen heiser. Wir haben jetzt irgendwie 4:30 in der Nacht oder am Morgen, wie man will. Und muss bis 10 Uhr abgefrühstückt sein und muss dann morgen wieder im ICE sitzen. In diesem Sinne, hier seht ihr noch mein Outfit, was ich heute Abend anhatte. Ich werde mich jetzt ins Bett hauen. Das soll es von meiner Stelle für heute tatsächlich gewesen sein. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe und die wünsche ich mir jetzt nämlich auch. Bis morgen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, dann tut das. Ich hau mich jetzt hin und hoffe, dass meine Stimme morgen einigermaßen wieder da ist. Bis dann. Macht's gut. Ciao.